So, der Leo, dann sind wir wieder. Wieder frisch am Werk. Ja. Splittest du selber in 30 Minuten Parts? Splittest du selber in 30 Minuten Parts? Ja. Ja, Shadowplay macht ansonsten einen Part. Ja, ja. Ich nehme ja mit Shadowplay auf. Ist auch besser, wenn man so an die Ressourcen denkt. Shadowplay verbraucht halt nicht so viele wie Fraps. Richtig. Was kostet der? 120. Wie viel Muni hast du? 175 jetzt. Weiter unten. Ja, weil ich hier immer Artillerie mache. Ja, mache ich ja auch, aber es kostet halt nichts bei mir. Ja, bei mir 180 und 120. Autsch. Dementsprechend. Ich krieg auch 127 pro Minute. Ja, ich auch. So. Im Moment verteidigen wir ja eigentlich nur, ne? Ja, aber überleg mal, was ich die übelste Punkte wir gerade machen. Ja, ja. Weil wie oft hat man mit dem Spiel so ein Match? Guck mal, die Gegner einfach mal so Alter, halten kann. Alter! Guck mal. Ja, ich seh's. Die hauen noch alle wieder ab. Ah, jetzt sind sie tot. Ich mache jetzt hier einen Aufklärungsflug hin. Ah, schade. Aufklärungsflug kommt. Oh, du musst ja noch stehen haben. Ich hau da jetzt gerade Artillerie rein. Alter. Du wirst auch nicht Kills machen. Meine Haubitzen sind nicht weit oben. Ich glaube, du kannst doch schon bestimmt bis in die Basis, oder? Nee. Ich krieg jetzt mal meine Mörser ein bisschen nach vorne. Damit die vielleicht, wenn sie möchten. Ich brauche erstmal wieder Infanterie. Ach scheiße, meine Mörser blocken sich gerade. Sucht sich Kontakt zum Ziel! Die behinderten Fahrzeuge. Geschützbatterien melden. Sperrfeuerangriffe jetzt in ihrem Sektor verfügbar. Oh mein Gott. Das ist ja mal heftig, ey. Das ist Infantry only. So sieht die Sache aus. Bereit. Ja, ich muss jetzt erstmal warten, bis ich wieder genügend Muni habe. Getötete Infanteristen. Hatten ein Major schon. Echt? Ja, durch sein Sperrfeuer. Wo siehst du das? Unten, wo die Zahl ist. Bei mir steht da 30. Welche Zahl? Und? Wenn du auf die eine. Der Elf und so? Bitte? Sowas wie diese. Da wo die Sterne sind, darunter. Richtig, links da unten. Achso, dann haben wir einen Granatwerfer, hat der eine jetzt schon 73. Ja. Der andere hat 64. Ja. Und 92, Alter. Meine Artillerie hat alles über 100. 157.
108. Boah, Alter. Krank ist es denn. Das ist echt heftig. Meiner was weggeholt? Hm. Wirklich, ne. Gerade ein bisschen am Haken gewesen. Ja, bei mir aber auch. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vermutlich daran, dass... weil es so viele sind? Ja. Das ist das Problem. Bei der ganzen Sache. Wir haben ja 500 Populationslimit, ne? Ich bin gerade bei 64. Ich hab 121. Aber kaum Infanterie. Ich hab 4 Infanterietrupps. Der Rest ist, na doch, ein Lieutenant habe ich noch, aber der Rest sind eigentlich nur Fahrzeuge und Artillerie. Also, ja doch, Artillerie. Die greifen an. Ach, die greifen nicht an. Als die KI? Ja, ja, unsere. Wollen sie machen, die werden eh verlieren. Kommen nicht so weit. Problem ist, wenn wir später angreifen möchten, sollten wir vielleicht jetzt mit 9.999 mal Infanterie machen, ne? Was denkst du, was ich gerade mache? Ich fange jetzt einfach mal damit an. Hier mit gutem Beispiel voran. Ich kann nur eben halt schützen. Produzieren. Wir denn nur schützen? Ich glaube nicht, dass die Rainbow, die Fallschirmjäger gut sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die schlecht sind. Wo liegt denn der Unterschied zwischen den dreien hier? Ach, der zählt das trotzdem weiter, auch wenn du über 10.000 bist. Das ist super. Ja, ich schätze, der kann nur bis 9.999. Ja, zählen, aber der speichert die auch weiterhin. Egal wie viel du hast. Das finde ich halt auch schon ziemlich geil. So. Oh, hier geht jetzt erstmal was rein. Hello. Oh, mittlerweile kriege ich ein bisschen Muni hier rein. 159 bekomme ich. Ja, ich auch. Wie viel Treibstoff? Jetzt gleich, genau jetzt 700. Ne, wie viel Treibstoff kriegst du? 85. Ja, okay, ich auch. Und Bevölkerung 405, ne? Also Manpower. Arbeitskraft. Arbeitskraft 421. Wer? Bestimmt, weil du mehr Einheiten hast. Stimmt, ja klar, natürlich klar. Ich hab 128. Arbeitskraft wird davon ja abgezogen, hab ich vergessen. So, mal gucken, was haben wir denn schönes. So, was haben denn die... Also die Fallschirmjäger können die Thompson Maschinenpistole und MG Browning. Was können die? Gar nichts. Okay. So, kann ich jetzt noch was? Nein. Ich mache mir jetzt erstmal ordentlich jede Truppen, bis ich 500 habe. Dann greifen wir zusammen an, ne? Ja. Oder wie machen wir das? Was können die? Oh, die können leichte Panzer abwehren, die brauche ich nicht. Also vier Gebäude spammen jetzt gerade... Was? Wer kocht? Irgendeiner hat gerade gesagt, wir kochen! Da geht jetzt erstmal eine Artillerie rein. Hast du es noch gesehen? Leider nicht, nee. Ich finde die so geil. Dum, 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 dum. Geht's dir gut? Nee, man muss ja fragen. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Danke der Nachfrage. Kein Problem.
Okay, ich glaube, die letzten Fallschirmjäger waren das. Die. Ein Gewehrtrupp wartet auf seine Befehle. Die haben Panzerfaust dabei. Dann nehme ich nämlich die. Steht das? Effektiv wäre auf mittlere Entfernung gegen alle Ziele. Geschützbatterien melden. Sperrfeuerangriffe jetzt in ihrem Sektor verfügbar. Euch kann ich oh, ihr nehmt euch. Ach du Scheiße. Gar nichts haben. 770. Wenn ich da durch bin, dann ich Scheiß kriegen. Guck mal, wie weit wir die schon eingenommen haben, die Map. Ja, ja. Warte jetzt noch, bis die alle da sind, dann rush ich durch. Folgst du mir? Ich sammle meine Truppen jetzt erstmal alle hier. Ja. DD. Ich habe jetzt alle meine Schützen mit der Browning ausgestattet. Hat insgesamt über 770 Dings gekostet. Erwartet Befehle. 180. So, ich sammle meine Truppen. Warnbefehle, Jungs. Okay, die haben nicht immer eine Panzerfaust. Ist unterschiedlich. Sieht aus, als gehen wir rein. Macht euch bereit. So, ihr. 4, 5, 6. Ach, wieso denn noch? Okay. Oh, ihr seid dann die Sieben. Sammelt euch hier. Boah, das wird echt richtig krass. Ja, das glaube ich auch. Ich habe jetzt 9 Trupps mit Panzerabwehr. 8. Oh. Wir werden aggressiv. Der wird aggressiv. Gegner. Hier war mal mein Krankenwagen. So viel Blut. Da guck ich hin. So. Alter, guck dir meinen Balken mal an. Mach meinen Balken an. Der geht schon über den Bildschirm. Ja, ich habe Bevölkerungshöhe von 400. 195. Oh, weißt Bescheid. So, jetzt wird mich angegriffen. Sammelst du schon? So. So. Kanonenfutter nannte man sowas damals. Verstehen. Alles gut? Ja, ja. Ich glaube, meine Truppen jetzt hier. Oh, ich nehme auch noch so by the way ein. Die fallen wie die Hasen, ne? So. Geil. Keine Chance. So, gleich habe ich eingenommen. Perfekt. Meine Einheit überleben ist nicht. Schade. Wieso? Den Rush überleben wir nicht, ne? Der jetzt Unterstützung mit Frau Witzen. Es geht 42! Bewegt eure Ärsche! Raus! Kompanie, Feuerauftrag, Sperrfeuer, explosive Ladungen, Antriebssplitter auf.
So, jetzt gibt es einen Sinn hier. Das ist doch nicht zum Fassen, ey. Geh direkt in die Base. Schick alle deine Einheiten in die Base. Alter, aber doch nicht bei dem Sperrfeuer hier gerade. Jetzt alle rein. Unsere Sterbenfechter. Ja, ja, wir haben Verluste erlebt, nicht. Dann ebenso. So, ich bin mit alle meine Einheiten. Oh Gott! Das ist nicht so fast, ey, wie krass. Einmal dahin bitte. Wo sind meine anderen Einheiten? Da. Steht bereit, Männer. Bring alle meinen Truppen um. Zeit für Förderung. Kompanie, Feuerauftrag. Sperrfeuer. Mir wurde soeben der Verlust einer Infanterieeinheit gemeldet. Haltet euch bereit. Ich hab kaum noch Truppen. Ich auch nicht. Die erste Base habe ich gleich. Ey, spam die alle zur Base. Alle. Wenn wir den ersten haben, dann hört's langsam auf. Ich hab alle Einheiten verloren. Quatsch. Ey, kommen die nächsten. Alles falsch am Jäger. Leute! Legt euch ins Zeug! Schaffen wir nicht, wir kriegen die nicht. Jungs, alles bereit? Geschützbatterien melden. Sperrfeuerangriffe jetzt. Oh, jetzt ist die KI auch da. Nee. Mittlerweile habe ich genug Muni. Ja, bringt das ja nichts. Wir haben viel zu viele Einheiten. Wo sind... Der hat ins Gras gebissen! Mein Major, der lebt noch. Wo darf ich den denn mal verschanzen? Tu ich den mal hier hin. Explosive Ladungen, passt auf Splitter auf. Wir wurden gerade befördert. Meine Artillerie feuert jetzt hier hin. Meine feuert schon die ganze Zeit. Keine Arbeitskraft mehr. Was? 200 Arbeitskraft noch. Was hast du? 9999. Dann spam doch mal Einheiten zur Gegnerbase. Dann kriegen wir die auch. Gesessen.
Hat er das jetzt gemacht oder nicht? Nein. Na gut. So, meine Mörserfahrzeuge sind hier. Alter! Die erste Base haben wir bis auf das letzte Gebäude. Die zweite haben wir auch schon. Ja? Ja. Die hier. Meine Base. Ja, ich hab schon. Meine echte Base hier vorne. Wir haben gerade eine Einheit verloren. Boah, jetzt haben wir sie. Das können die nicht mehr überleben. Okay, die andere Base haben wir auch. Ich habe zwar keine Arbeitskraft mehr, aber ich versuche irgendwas zu spammen. Gut, ich muss erstmal wieder Infanterie holen. Ich habe nämlich kaum noch was. Einmal das, einmal das. Stehen unter Flankenfeuer! Geschützbatterien melden. Sperrfeuerangriffe jetzt in ihrem Sektor verfügbar. Nein, die dürfen nicht wieder aufbauen. Das ist so krass, das ist so krank eigentlich. Meine Mörserfahrzeuge sind jetzt auch da. Ach, ich gehe. Die haben ihre Base wieder aufgebaut. Welche? Ich werde sie wieder platt machen. Ich mach sie kaputt. Mörser. Wir müssen die aufhalten, die dürfen nicht ihre verdammte Base wieder aufbauen. Das ist doch nicht mehr normal, was hier abgeht. Kompanie, Feuerauftrag, Sperrfeuer. Ja. Explosive Ladungen, Rand am Splitter auf. Also, im Prinzip haben wir gewonnen. Was? Im Prinzip haben wir ja schon gewonnen. Ja, im Prinzip. Ja? Im Prinzip. Ja. Ach ja, wie sieht's hier aus? Ah, die sind alle da. Einmal das und einmal das. Man kann sich nicht wieder aufbauen. Ja, die versuchen. Kommen die aber nicht weit. Na, nicht wirklich. Du weißt, was ich jetzt machen werde? Was denn? Ich werde die ganze Linie hier voll mit MGs klatschen, ne? Mit Bunkern. Dann können die uns mal... Okay. Können wir unseren nächsten Angriff planen, wenn wir es nicht jetzt eh schon gewinnen.
eine tapfere Infanterie fällt. Ich hab gesagt, meine tapfere Infanterie fällt. Naja. Meine auch. So, was machen wir jetzt? Wir fahren mal hier. Fünf Stück erst? Absprung vollzogen! Und da auch fünf Stück. So, wunderbar! So, jetzt kommen hier ganz viele MG-Nester dahin, dann können die ersten zwei Basen, die schon vergessen haben, können die wieder aufbauen. Solange die meine Pioniere nicht erwischen, ist alles gut. Ja. Der leidet Verluste. Pech! Ah, schön, die haben alle mit Panzerfaust. So, mein Major. Ich mach mal einen Aufklärungsflug, ne? Aber guck, was da noch so ist. Mein Major ist tot, nein! Wer ist tot? Mein Major. Das ist kacke. Die wollen ja durchbrechen. Brechen. Brechen. Okay, das sollte jetzt erstmal reichen. Schnappt euch das 30er! Geschützbatterien melden. Sperrfeuerangriffe jetzt in ihrem Sektor verfügbar. Oh ja, Mann! Schnappt euch, was ihr tragen könnt! Feindliche Infanterie! Also gut, ihr Pfaffen! Sieht aus, als gehen wir rein. Ne, nicht die, alle beide, so. Ein Major brauche ich, den Major brauche ich definitiv. Wo ist er? Der ist gut. Jetzt haben wir zwar eine Stunde durch, aber ich glaube, wir brauchen ja eh nicht mehr viel, oder? Nee. Sie flankieren uns! Ein Bataillon hat sich soeben ein Major zum Dienst gemeldet. So viel brauchen wir nicht mehr. Achtet auf mein Zeichen. Alles möglich. Wechselt eure Waffen aus. Ach, kann er auch hier. Schnappt euch die BAR. Wechselt eure Erbsenkanonen mal gegen was Großes aus. An der Flanke! Feuer anpassen! Erhört, Soldaten! Wir machen uns auf den Weg. Wo hab ich die hingeschickt? Da.
Du baust hier nichts auf. Sag mal, reicht das mit Spam? Boah. Sollte man meinen. Meine ganzen Bunkerflotte, die ich hierbei aufbaue. Naja, ich sehe. Die werden nie wieder rauskommen, nie wieder. Euer Auftrag! Sperrfeuer! Rein und Feuer! Oh, dann kommen wir so Fahrzeuge. Naja, die Karawane zieht weiter und so. Sperrfeuerangriffe jetzt in ihrem Sektor verfügbar. Da kommen die nächsten. Und direkt noch mehr Bunker hier hin. Ja. Das war wirklich ein ziemlich geiles Match, aber wir haben es gewonnen. Das können die nicht mehr ändern. Nee. So, Attacke, Jungs. Worauf wartet ihr? Los geht's. Was für ein Gemetzel ist das, ey? Ja, wir haben's. Warte mal! Oh, die nächsten bitte! Glaubst du das? Bitte? Geh erstmal auf einen Hauptplatz hier und mach dich fertig. So, wegen meiner können die jetzt spammen, so wie sie wollen. Haben die richtig verschissen. Wo ist mein Major? Da! Ist das geil! GG-KI! Wir haben so verloren. War aber ein krasses Match. Echt. War geil. Ja, und geht jetzt auch schon über eine Stunde. War aber ein geiles Match, muss ich sagen. Normale Match zockst du gar nicht mehr, ne? Nee, ich bin nur noch mit Mods. Normale nur gegen echte Mensch. Echte Mensch. Aber gegen KI, warum soll ich da mit Mods spielen? Major, Major, wo ist mein Major? Aber meistens sind diese PvP-Matches auch halbwegs nur KI-Matches, weil die meistens ab Anfang weg. Warum auch immer. Wir hatten das Match, ist noch nicht so passiert, wie jemand schon ab.
Da haben wir sowas von. Alter, meine Leute gehen flöten, bis zum es geht nicht mehr. Gibt dir Unterstützung, so viel es geht. Kann halt auch nicht zaubern. Bombardier schon die Base und alles. Alter, das gibt's doch nicht. Hab's doch gleich. Die Experten können hier dafür stehen, ne? Was? Die Experten können hier auch stehen. Ja. Meine ganzen Infanterie-Einheiten sind tot. Alle. Ja. Hattest du nicht gerade noch einen ganzen Haufen? Bitte? Hattest du nicht gerade noch einen ganzen Haufen? Ja, hatte. Die Betonung liegt auf hatte. Okay. Schlafen wir, ne? Ja, die hatten keinen Bock mehr. Ah, okay, klar. Wir bauen schon wieder auf. Ich brauche hier ganz dringend Menschen. Ich hab da eine Artillerie reingehauen. Da. Ja, ich sehe es gerade. So, danke. Jo. Schätzt mal, wir sind gleich durch. Ja, lange dauert es nicht mehr. Die Hauptquartiere haben wir ja schon alle. Das ist gar nicht das Problem. Oh, ich hau jetzt auch nochmal eine Artillerie rein. Die geben jetzt langsam mal nach. Die bauen schon wieder auf. Viel bringt es denen nicht, das können die gar nicht überleben. Hast du noch eine Artillerie? Ich baue mal die ganze Zeit mit Artillerie. Die ganze Zeit. Wir müssen das hier wieder loswerden. Na, der zweite Part geht dann doch etwas länger. Da ist eins zerstört. Sieg! Yeah! Schön, Level 56. Huch, da fliegt. Ich habe was bekommen. Sie haben einen neuen Gegenstand erhalten zum Öffnen klicken. Du hast einen Siegeschlag bekommen. Neun. Cool. Ja. Krass, also das war echt ein heftiges Match. Ja, YouTube, also falls ihr Company of Heroes spielt, guckt euch auf jeden Fall den Workshop an, da findet ihr ziemlich geile Mods. Und die könnt ihr natürlich auch im PvP-Match anwenden, wenn die anderen Leute bereit sind, das runterzuladen, was die meisten nicht tun, warum auch immer. Und ja, sag du noch was zum Abschluss? Einfach nur geil. War ein geiles Match, muss man echt sagen. Wertvollste Einheit, Schützen. Wertvollste Einheit, leichte Feldhaubitze. Verursachte Alter. Schaden 15.067, Anzahl getötet 173. Wow. Anzahl Tode, meine leichte Feldhaubitze, einen Anzahl getötete 684. Alter. Huch, ich habe noch eine Nachricht gekriegt. Verdiente Kriegsbeute. Hier befinden sich Ihre Gegenstände, die Sie kürzlich als Kriegsbeute erhalten haben. Ey, verursachte Schäden. Cool. Also von der Statistik her bin ich der Beste mit 108.000. 108.000. Könnt ihr das nochmal gucken. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also es war schon geil. Ja, das war echt krass. So, und damit die Aufnahme jetzt nicht noch länger wird, wende ich die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bis dann. Ciao.